Schöner Ton. Hallo, liebe Kinder. Lasst uns heute eine Weltreise machen und die Orte malen, die wir noch nicht besucht haben, die wir aber so gerne sehen würden. Setzen wir uns in ein Flugzeug und fliegen hoch und landen auf Afrikas Küsten. Und was gibt es da in Afrika? Natürlich Strände und natürlich Palmen, unsere schönen Palmen. Was passt besser zum Strand, Ozean und Ferien? So sehen sie aus. Hier ist ein Sonnenuntergang. Wir versuchen heute irgendein Bild zu malen, was wir auch in der Natur finden. Es gibt auch solche Palmen. Schaut mal an. Sie sind so buschig, schön, auf langen, langen Beinen. Aber sie wachsen nicht ganz gerade. Sie wachsen zur Sonne hin, so wie auch alle anderen Bäume. Wo soll ich hinwachsen? Ach, wie wäre es zur Sonne? Und so malen wir sie auch. Wenn wir das Bild anschauen, sehen wir, dass es hier keinen weißen Flecken gibt. Keinen leeren, unbemalten Flecken. Zuallererst müssen wir unser Bild grundieren. Das machen wir mit der weißen Farbe. Ich nehme den Pinsel und mache ganz schnell. Hab keine Geduld. Weg mit dem weißen Feld. Ich grundiere. Jetzt nehmen wir einen anderen Pinsel. Hier ist er. Das ist Nummer 10. Er ist schmaler und kleiner, um die farbigen Flecken aufzutragen, die hier im Himmel zu sehen sind. Welche Farben sehen wir? Blaue, gelbe, orangene. Stimmt? Und das Meer hat auch orangene Farben. Aber wir wissen, dass das Meer blau ist. Deswegen nehmen wir die blaue Farbe. Hier stellen wir den blauen Pinsel ab. Seht ihr, wie viele Pinsel ich auf Vorrat habe? Damit ich sie nicht immer sofort auswaschen muss, damit ich noch schneller malen kann. Das macht noch mehr Spaß, wenn alles schnell und schön klappt. Hier ist noch so ein Pinsel, aber ein sauberer. Ich tunke ihn in die rote Farbe und mache hier irgendwo Flecken. Stelle ihn ab. Man kann ein mit Sand gefülltes Glas dazu nutzen. Auch da kann man die Pinsel so reinstellen, dass sie sich nicht berühren. Da stehen sie gut mit den Borsten nach oben. Jetzt mit einem gleichen Pinsel. Ein bisschen gelb, Sonne. Jetzt nehme ich wieder die weiße Grundfarbe und tanze mit ihr drüber. Und rechts und links. Und noch ein bisschen weiße Farbe und male drüber. Die Sonnenstrahlen sind rot geworden und breiten sich auf dem Wasser aus. Irgendwie zu wenig Meer. Nehmen wir noch etwas Blau dazu. Hab keine Angst. Das ist doch dein Bild. Und noch so. Und? Gefällt's dir? Jawohl, es gefällt uns. Nun gehen wir zurück zu den Palmen. Sie wachsen doch auf der Küste. Lass sie uns malen. Mit der schwarzen Farbe. Nehmen wir die Pinsel Nummer 2 oder Nummer 3, nicht so wichtig. Nehmen wir schwarz. Und einfach so kleine.
und ziehen solche waagerechten Linien. Seht ihr? Das ist eine Insel und da wächst was drauf. Lasst die Fantasie spielen und bepflanzen wir da etwas. Und wo stehen wir? Wir stehen irgendwo hier auf der Küste. Malen wir unsere Küste. Macht total Spaß, so zu malen. Mit viel Fantasie. Und jetzt die Palmen. Hier zwei. Und diese malen wir so, als ob man sie sieht. Auf dem Foto sieht man es nicht so. Aber wir können es. Hier kommt eine und hier noch eine. Da drei Palmen. Und jetzt die Zweige. Wir haben die Zweige gemalt, aber ich habe euch doch gesagt, dass unsere Palmen ganz buschig sind. Deswegen nehmen wir den dicken Pinsel. Gehen in die schwarze Farbe. Und auf den Rändern probieren wir es. Schaut mal, was ich mache. Ich möchte sie aufspreizen und ausprobieren. Hört ihr? Ich schlage kräftig. Wenn es nicht genug ist, noch ein bisschen. Noch etwas schwarze Farbe, wenn es nicht reicht. Wenn der Pinsel nicht genug Farbe hat, wird er sich die Farbe vom Bild nehmen. Die Farbe, die wir schon aufgetragen haben, wird er wegnehmen wollen. Der Pinsel ist gierig. Deswegen soll er immer ausreichend Farbe abgeben. Hier kann man auch ein bisschen Gras malen. Und hier. Und hier. Schauen wir jetzt, wie das Bild geworden ist. Die Palmen-Silhouette ist super geworden. Kinder, wollen wir schauen, wie das Bild im Rahmen aussieht? Weil jedes Bild, das wir malen, ist es wert, einen Rahmen zu bekommen. Ich denke, Mama wird zufrieden sein und Papa auch. Aber die Oma kriegt es geschenkt. Bitte, schau hin, ich wasche und trockne meine Pinsel nach jedem Bild. Wenn Pinsel nass sind, wird das Bild nicht gelingen. Die Farben werden auseinanderschwimmen. Deswegen bitte unbedingt die Pinsel sauber halten. Wascht sie nach jedem Bild aus.